Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Der Fall John Yesterday. Der Fall John Yesterday, ja, wieder mal ein Point-and-Click-Adventure, was, naja, noch nicht rauskommt. Das kommt am Montag, dem 30.04. raus. Und, ja, ich darf mich so fröhlich schätzen und hätte es eigentlich vorher gekriegt, aber es sind ein paar Schwierigkeiten aufgetreten, deswegen kommt das LP erst jetzt. Aber besser spät als nie und wir fangen jetzt auch deswegen auch erst ein bisschen mit der Demo an. Die Demo ist nämlich auch genau der Anfang des Spiels, deswegen wird sich das da nicht unterscheiden. Und wenn wir mit der Demo fertig sind, geht's nämlich sofort in eins weiter, direkt mit dem richtigen Spiel. Also sieht genauso aus, als wenn wir sofort das Richtige gehabt hätten. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch nochmal ganz herzlich bedanken bei der Firma Crimson Cow, dem Publisher des Spiels, dafür, dass ich das Spiel schon eher bekomme zum Spielen. Und ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ja, die Entwickler sind die Pendulo Studios, die Runaway-Titel gemacht haben. Und ich bin total nervös. Das Adventure an sich ist auf jeden Fall etwas ernster gemacht. Das ist halt nicht so ein nur lustiges Fun-Adventure, sondern ein etwas gruseligeres soll es sein. Und naja, davon werden wir uns überzeugen. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal da mit diesem komischen Zeichen. Starten wir in Der Fall John Yesterday. Dem. Soll ich das vorlesen? Nee, ne. Ist gleich eh wieder weg. Hihi. Wieder ein verbrannter Obdachloser. Schon der sechste in diesem Jahr. Wer ist der Täter? Keine Ahnung. Die Opfer haben weder Gesichter noch Namen. Niemanden interessiert's. Weder die Medien noch die Behörden. Doch, uns interessiert's. Besonders mich. Von hier aus können wir kaum was tun. Wir gehen zu ihnen, fragen nach ihren Namen, zählen sie, bieten ihnen unsere Unterstützung an und zeigen ihnen, wie sie ein besseres Leben führen können. Sieh dir diese Liste an. Da hausen überall Obdachlose, mit denen wir noch nicht geredet haben. Wir müssen trotz des Risikos weitermachen. Ich werde tun, was ich kann und fange gleich beim ersten an. Cadway Station? Vergiss es. Du wartest hier. Soll ich nicht mitkommen? Bewach lieber den Lieferwagen. Es ist zu gefährlich. Das steht nur auf der Liste, weil... Was weiß ich. Seit der Eingang eingestürzt ist, war niemand mehr drin. Und... Ich bezweifle, dass es da noch Leben gibt. Tu mir einen Gefallen. Pass auf dich auf. Horch, horch, was war das?
So, und naja, wie ihr seht, wir sind da. Und wir spielen auch nicht als erstes den John Yesterday, sondern wir spielen den Anfang... Nein, ich brauche keine Hilfe, ich bin Pro. Wir spielen am Anfang als der, wie heißt er denn? Dingens... John... Nein... verdammt! Dingens Bummens White. Ich wollte gerade sagen Barry White, aber das war wer anders. Ja. Und zwar spielen wir das quasi in der Vergangenheit. Das ist so quasi die Vorgeschichte zu dem ganzen Spiel. Und er wird später John Yesterdays spätere Arbeitgeber und, naja, Gönner sein. Und mit dem erkunden wir halt erstmal, was es hier so mit diesen Obdachlosen auf sich hat und ob wir denen helfen können und ob die irgendwas wissen über diese Leute oder diesen Mann, der die Obdachlosen tötet. Ja, was gibt's als erstes? Ja, falls wer die Preview nicht gesehen hat, wie gesagt, das ist alles hier ein bisschen etwas anders. Zum Beispiel hier bei den interaktiven Gegenständen, die werden dann so rangezoomt. Die können wir dann hier angucken. Vielleicht ist es ja bloß Einbildung, aber du fühlst dich definitiv beobachtet. Ja, könnte an dem Auge in dem Mosaik liegen. Erzählt wird das dann auch alles halt von diesem kuscheligen Erzähler, der das immer erzählt. Und dann haben wir hier halt, hier ist Untersuchen und hier haben wir dann ein Händchen, ein Patschehändchen. Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen von der Tafel nehmen, aber du lässt es. Ja, sieht ja doof aus, so ein Mosaik ohne alle Steine. Gucken wir mal da ins Eckchen. Maintenance. Untersuchen. Ein Koffer klemmt zwischen den Trümmern, welche die Treppe versperren. Kannst du den mitnehmen? So sehr du auch am Griff ziehst, du kannst den Koffer nicht unter den Trümmern hervorziehen. Also nein, du kannst ihn nicht mitziehen. Okay, und wie man gerade vielleicht gesehen hat, diese langen Laufwege, wo man immer fürchterlich lange warten muss, bis diese ganzen Charaktere immer von A nach B getrollt sind, das verschwindet hier einfach. Das wird hier einfach ganz lustig überbrückt. Also rausnehmen können wir nicht. Warte mal eben einmal einen Blick ins Inventar. Was haben wir hier? Dein Ausweis, der dich als freiwilligen Mitarbeiter der Kinder des Don Quixote identifiziert. Schau mal einer da. Und dann haben wir hier... ein Handy. Wie überraschend. Und sage und schreibe eine... eine Taschenlampe. Woo! Alles klar. Ja, hier, warte mal, Hotspot-Anzeige. Gibt's dafür eigentlich eine Taste? Moment, das muss ich mal eben gucken. Leertaste? Nein, Leertaste ist Pause. Blende ein Tooltip ein. Klicke hier, um die Stellen auf dem Bildschirm anzuzeigen, mit denen du interagieren kannst. Das ist so geregelt, wie man gerade vielleicht gesehen hat, was etwa sehr schnell war. In so kurzen, blinkenden Punkten, also die, nicht ganz leicht erkennbar sind, was ich aber besser finde, tatsächlich, als diese ganz eindeutigen Hotspots. Weil so weiß man dann in etwa halt immer die Richtung, in die es dann hingeht. Dann so, ah, da war was und warte, da war das und irgendwo hier in der Ecke war was. Da finde ich das dann einfacher, also beziehungsweise dann interessanter, die Dinge dann noch zu finden. So, Moment, jetzt mal gucken. Da. Ist da noch was Separates? Nee, war auch nur das Teil. Da können wir wieder raus. Und hier, jetzt könnt ihr sehen, so. Hier, wupp. Weg ist er. Hihi. Du fährst kurz zusammen und du glaubst endlich, auf jemanden getroffen zu sein. Aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Wer auch immer hier lebt, er hat einen seltsamen Sinn für Humor. Ja, so sieht's nämlich aus. Aber schon komisch, wer solche Puppen so komisch hinstellt. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Ein alter, verlassener, heute Morgen fiel mir echt die Worte. Bahnwaggon. Henry White, so heißt er. Oh Gott, tut mir leid, dass ich das irgendwie echt verdrängt habe. So, und was haben wir hier? Eine Eisenstange? Eine abgebrochene Eisenstange, die du mitnehmen kannst. Ja, das ist doch mal eine Einladung. Ich finde den Erzähler auch äußerst cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast noch nie zu den Stärksten gezählt. Also nimmst du die Eisenstange mit, um dich im Notfall verteidigen zu können. Ja, braucht man immer so eine Eisenstange. Andere Leute nehmen dafür eine große MacLight, aber da wir nur so eine kleine Plastikfunzel haben. So, aber was hat uns diese, naja, schon mitgenommene Schaufensterpuppe zu erzählen? Sie scheint zu weinen. Oh, tröste sie doch mal. Du denkst nicht daran, die Puppe zu nehmen oder zu bewegen. Aber drück sie doch mal. Du denkst nicht daran, die Puppe zu nehmen oder zu bewegen. Kannst du dir die genauer angucken mit der Taschenlampe? Tudu. Nein.
Kannst du die vertrimmen? Auch nicht. Hm, zeig ihr doch mal deinen Ausweis. Hm, schade. Oh, ein Kabel. Ein Elektrokabel von mehreren Metern Länge. Als du das Kabel aufhebst, erinnerst du dich an Ralph Martinson, einer deiner Kommilitonen, der vor ein paar Monaten erhängt im Toilettenraum aufgefunden wurde. Okay. Also man merkt schon, wie gesagt, das ist jetzt nicht so direkt auf lustig alles angespielt hier, sondern es geht alles schon gleich wirklich in eine etwas düstere und etwas, also ich sag mal, ist es nicht für kleine Kinder geeignet, das Spiel. Eine Dose. Dein Mund ist trocken, du hast Durst. Wäre die Dose doch nur voll. Im Augenblick würdest du alles trinken, sogar Bier, das du eigentlich verabscheust. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal so eine kleine Andeutung, die eventuell später ja mal vielleicht wichtig werden könnte, dass der Henry kein Bier trinkt. Mhm. Auch wenn die Dose leer ist, hebst du sie auf. Vielleicht kannst du sie später irgendwo füllen. Okay, alles klar. So, Dose haben wir, also gehen wir erstmal weiter erkunden. Oh, verdammt, hinten, da war eine Tür. Nein, 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 Moment. Da war eine Tür. Da gucken wir gleich. Aber da war auf jeden Fall schon mal keiner, der uns überrascht. Haha. Abgeschlossen. Mist. Unmöglich zu öffnen. Trümmer blockieren die Tür von der anderen Seite. Mist. Okay. Dann Moment auf. Was haben wir hier? Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr spaßige Spielzeugkiste hier. Die sehen alle schon sehr vertrauenserweckend aus, diese ganzen Figuren. Das ist so ein super nettes Püppchen. Also wenn ich Kinder hätte, das wären die Dinger, die würde ich denen zu spielen geben. Ein elektrisches Keyboard. Vermutlich von schlechter Qualität. Ja, ist doch super. Nimm das doch mal mit. Du nimmst das Keyboard mit, obwohl keine Batterien drin sind. Okay, also ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Bitte besorge Batterien für das schlechte Keyboard. Noch was? Ein Spielzeugtelefon. Das braucht man immer. Du nimmst das Spielzeugtelefon aus der Kiste. Ja, auf jeden Fall. Oh, dann haben wir noch was. Was haben wir denn da? Die Kiste ist immer noch voll mit Spielzeugen. Aber willst du davon nichts mitnehmen? Du beschließt, kein weiteres Spielzeug aus der Kiste zu nehmen. Oh. Hätte ich super gefunden. Was haben wir da? Geh mal ein bisschen beiseite. Noch mehr Spielzeug. Juhu! Ein seltsames Durcheinander von Trümmern und Spielzeugen. Wohnen etwa Kinder in dieser Station? Kannst davon was mitnehmen? Da du etwas für Merkwürdigkeiten übrig hast, nimmst du die Actionfigur eines mittelmäßigen Videospiels an dich? Also ich habe es zwar nicht gespielt, aber da weiß ich auch, dass das eine, ich glaube, Hauptfigur sogar aus dem Vorgängertitel, sondern aus dem anderen Spiel der Pendulo Studios The Next Big Thing ist. Eine batteriebetriebene Actionfigur. Ja, super. Batteriebetrieben ist er auch noch. Also haben wir da schon mal Batterien. Ich habe aber keine Ahnung, wie der hieß. Müsste ich eigentlich auch mal spielen, aber... Wenn die schon sagen, das war nur mittelmäßiges Spiel, naja. Oh, das ist natürlich ein sehr heiles Telefon. Ein Telefon ohne Hörer. Und mit absolut unbrauchbaren Tasten. Oh, das ist doch doof. Kannst du denn nicht vielleicht zum Beispiel... So wie das Telefon momentan aussieht... Kannst du damit niemanden anrufen? Verständlich. Aber kannst du da nicht irgendwie die Tasten hiervon nehmen? Dir fällt ein, dass du den Spielzeughörer am Telefon befestigen könntest, aber dir wird schlagartig bewusst, dass das eine absolut blöde Idee ist. Okay, ich hab's ja verstanden. Was haben wir denn hier noch? Trümmer. Trümmer blockieren die Tür. Sag ich doch. Die Trümmer sind zu schwer. Du wirst sie nie bewegen können. Mist. Gut, dann nehmen wir mal hier den Getränkeautomaten. Da ist sogar noch was drin. Im Schlitz klemmt eine Münze. Juhu, nimm die doch mal. Du drückst den Knopf für die Münzrückgabe, aber die eingeklemmte Münze fällt nicht durch. Okay, kannst du vielleicht mit dem Messer von dem coolen Typen hier mal so rumstochern? Nein. Kannst du mit der Eisenstange einfach mal drauf rumkloppen?
Die Stange ist zu dick und passt nicht in den Schlitz, in dem die Münze feststeckt. Du sollst ja auch nicht die ganze Stange in den Schlitz stecken. Du sollst ein paar Mal vordreschen. Benutzt doch eh keiner mehr.